Mein Name ist Johannes Wübbe, ich bin Weihbischof im Bistum Osnabrück und darf heute Gast sein auf der BDKJ-Hauptversammlung als Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Ich hoffe auf viele junge Menschen aus vielen Nationen, die sich dort treffen, um ein Fest des Glaubens und der Begegnung miteinander zu erleben. Gleichzeitig wird es natürlich auch viele Fragen geben, die wir auch in Lissabon nicht ausklammern können. Das große Thema, was viele Menschen jetzt schon beschäftigt, ist das Stichwort Klimagerechtigkeit. Wie kann man nach Lissabon reisen bei diesen Herausforderungen, die wir haben? Was kann man da tun als Ausgleich? Da gibt es viele kreative Lösungen. Und natürlich auch werden wir das Thema Missbrauch in katholischer Kirche mitnehmen. Und ich denke, dass viele auch bewegen wird, welche Veränderungen braucht Kirche, damit sie zukunftsfähig wird, auch gerade für junge Menschen. Erstmal halte ich es für wichtig und begrüße es, dass es gerade noch mal aus dem Vatikan die Meldung gab, dass nicht nur die Bischöfe alleine mit abstimmen können. Dann hoffen wir natürlich, dass auch wirklich junge Menschen zu den Delegierten gehören, die abstimmen dürfen. Und gleichzeitig gibt es viele kreative Überlegungen in Deutschland zwischen Bischöfen, den BDKJ und vielen Jugendlichen, wie wir die Weltsynode begleiten können und uns auch einbringen können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn bei dieser nächsten 72-Stunden-Aktion sich wieder ganz viele Ortsgruppen, ganz viele junge Menschen auf den Weg machen, um zu zeigen, dass sie auch da sind, diese Gesellschaft mitzugestalten. Denn das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften der sozialen Projekte. Wir können und wollen Verantwortung übernehmen und gestalten. Und dass das hoffentlich auch zeigt, wie wichtig Jugendliche, Jugendpastoral, Jugendverbandsarbeit ist, weil wir ja auch gerade immer wieder in Diskussionen stehen, dass diese Arbeit auch, wenn auch nicht ausschließlich, aber ein wichtiger Beitrag ist finanzielle und personelle Förderung. Dass sie uns nicht in Ruhe lassen, dass sie die Kirche nicht in Ruhe lässt, dass sie selbstkritisch guckt, was können wir auch selber tun, wie können wir uns einbringen, denn ich finde es begrüßenswert, dass die Jugendverbände sagen, wir sind katholische Kirche, wir sind Teil der katholischen Kirche und wie wir miteinander in einem sicherlich nicht immer einfachen und Spannungen auch schauen können, wie wir nach vorne hin Kirche gut gestalten können. Um der Menschen willen, um der Botschaft vom Reich Gottes willen. Musik.